Also, was Neues zum Bernstein? Nein, tut mir leid. Aber mein Helferlein stiftet ordentlich Unruhe. Alles wird laufen wie geplant. Solange du deinen Hund unter Kontrolle behältst? Er tut nichts. Glaub mir. Schön. Behalte ihn. Aber beschwer dich nicht bei mir, wenn er dich beißt. Sicher nicht, also würde dich das interessieren. Wie es aussieht, geht's im Thronsaal gleich zur Sache. Babysitten nervt, hä? Huh? Hey, Ada! Ada! Super. Immer noch dieselbe. Okay, und damit herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4, dem Remake. Ashley hat uns diesmal aus der Patsche geholfen. Mal ganz kurz noch die Steuerung durchprobieren. Pistolenmunition, ein bisschen was haben wir noch. Snipermunition können wir nachladen. Klack. So, Schrotmunition ist auch ein bisschen was da. Ja, sollte zum Überleben für ein paar Minuten reichen. Du bist ein hässliches Teil. Du bist ein wirklich hässliches Teil. Blah. Okay, zum Thronsaal gehen. Wo ist denn der Thronsaal? Willst du mich jetzt? Okay. Da hinten lang, wie komme ich da lang? Sagt mir auch keiner, ne? Aber ich schätze mal da irgendwie durch und da rum und ja, keine Ahnung. So. Ungelernter Ritter, ich suche nach einer mutigen Seele, die dieses Monstrum von einem Ritter beseitigt. Aber sei gewarnt, es ist viel stärker als die anderen. Hat einer unserer besten Männer mit nur einem Hieb in zwei Hälften geteilt. Auftrag, die übermächtige Bedrohung beseitigen, Gebiet Mausoleum. Belohnung, Spinell, mal 8. Ja. Gut, ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, ob ich das gerne machen möchte. Warum kann ich die Stühle eigentlich so durch die Gegend kicken? Mach das mal im richtigen Leben, ja? Geht einfach so hin, so. Hui! Kein Mensch will das machen. Beziehungsweise nicht vor Schmerz aufschreien, sodass mir Munition. So, es war irgendwas mit einem Würfelrätsel im... den Kommentaren, wo ich aber keine Ahnung habe. Wahrscheinlich das da. Da ist der Schieß... Nee, das ist beim Schießstand drin, ne? Ja, mir ist auch geraten worden, ich soll diese Schießstände machen. Ja, ich hätte es eigentlich vor. Aber ich will eigentlich so hier im Gameplay selber nicht so viel Zeit... Schreck mich, du Sackgesicht! So viel Zeit damit verplempern, wollte ich gerade sagen. Holla die Waldfee! Ja, scheiß Ungeziefer. Ich habe gerade einen Herzinfarkt gekriegt. Es ist uncool. Boah. Was wollte ich gerade sagen? Tür ist zu. Warum? Okay. Müssen wir halt einen Umweg gehen. Na,
Ach, komm schon. Nein, leck mich am Arsch. Ich wollte eigentlich... Tür zu. Im Gameplay nicht zu viel Zeit mit Schießständen zu aufwenden. Sei denn natürlich, ihr seid dafür. Kann ich die kaputt machen? Nein. Ich kann sonst hier alles zerstören und durch die Gegend kicken, aber diese kleine Arschlochvase kann ich nicht kaputt machen. Besitten. 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 Money, money, money. Ist hier noch irgendwas? Ich bin ja mittlerweile dafür bekannt, Dinge zu übersehen. Wer es jetzt noch nicht mitgekriegt hat, dass ich blind bin, der ist selber blind. Ich laufe irrsinnig gerne an Gegenständen vorbei. Chroniken der Arbeit 1. Juli, 2 Jahre nach meinem Erwachen. Ramon, mein über alles erhabener Herr und Gebieter, hat mir die wahrscheinlich rechtschaffende Aufgabe erteilt, die Schwächen unserer menschlichen Form zu überkommen. Nach Perfektion zu streben, wie wir sie in unseren gliederfüßigen Geschwistern beobachten. Ich werde dieser Sache bereitwillig mein Leben widmen. Januar, 4 Jahre nach meinem Erwachen. Mein Erfolg steht und fällt mit der Frage, ob ich die schwarze Flüssigkeit erfolgreich in den menschlichen Körper übertragen kann. Die Gebärmutter ist der Schlüssel. Reine Seelen haben sich als äußerst formbar und anpassungsfähig erwiesen. Januar, 6 Jahre nach meinem Erwachen. Ich habe die heiligen Larven, die Auserwählten in ihre Gebärmüttern tragen, nach mir benannt. U2. Sie sollen das Ansehen meines Familiennamens tragen, als ob ich sie aus meinem eigenen Fleisch geboren hätte. Die U2 haben nun in etwa die Größe eines erwachsenen Menschen und sie fressen und vermehren sich ohne Unterlass. Ich habe erfolgreich eine neue Spezies erschaffen. Mein Herr hat mir meine Bemühungen gewürdigt und mir sein Lob erteilt. Er hat Gefallen an den U2 gefunden und nennt sie Novis Tadores, die Ungesehenen. Mir wurde mitgeteilt, dass sogar seine Heiligkeit Lord Sadler höchstpersönlich seine Zufriedenheit mit meiner Arbeit Ausdruck verliehen hat. Welch große Ehre! Ich kann durch den Schleier meiner Freunde drehen, kaum erkennen, was ich schreibe. Sein treuer Diener Isidro Uriarte Talavera. Das ist widerlich! Das ist widerlich! Sorry, das ist... Gott, Gebärmutter! Ich habe das ungute Gefühl, hier gibt's gleich Rambazamba. Schießpulver? Habe ich genug Munition für Rambazamba? Wahrscheinlich nicht. Was kann ich machen? MP-Munition. Ja. Es ist sehr nützlich, Spiel. Warum ist hier ein Lichtfleck? Weil hier die Decke durchgebrochen ist. Ich kann was hören. Oh Mann, oh Mann! Nein! Gleich so wenig! Ja! Ich weiß gar nicht, ob ich die alle abballern muss, aber sie rücken wenigstens ein paar Steinchen raus. Von meiner Nase! Ehrlich, Ramon. Mal über den Kammerjäger nachgedacht. Okay. Sie rücken wenigstens Munition raus, die ich natürlich verballere. Ich hab's mir gedacht, dass du um die Ecke kommst, du Mistvieh. Klack. Einer weniger. Ich hab dich gehört. Ja, da hinten. Boah, wie viele sind da? Das. Du bist widerlich. Däh. Hui.
ja, klasse. Lad nach. Geht. Heilung, das ist immer gut. Da hinten liegt noch Munition. Ja, lohnt sich ja doch, Kabelviecher abzuschießen. Hau ab, du scheiß Mistvieh. Ist jetzt Ruhe im Karton? Wo muss ich eigentlich lang? Okay, da hinten ist noch ein grünes Kraut. Das war's nicht. Da ist auf jeden Fall eine Vase. Hui, Munition. Das war's auch nicht. Alter, bin ich doof oder was? Das ist doch hier irgendwo. Rechts rum. Ach, hier. Tja, danke. Ohne Karte wäre ich ziemlich aufgeschmissen. Okay, da hinten ist eine Leiter. Ich schätze mal, durch die muss ich... Über die muss ich weiter. Noch eine Vase. Kling. Oh, hi. Oh, ja. Kannst ruhig unten bleiben. Aber das gibt's doch gar nicht. Wie viele sind das wirklich? Wahrscheinlich so ein Endlosstrom. Um jetzt gut Munition zu sammeln, weil dann wahrscheinlich ein Boss kommt. Das Teil, ja. Lebt auch. Irgendwas ist da jetzt hinter mir, ja. Oh Gott. Au! Du Sackgesicht. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich... Oh. Das Ding neben mir abstechen, das da so freudig rumgurkt. Komm her, du! Oh, Mann gegen Mann! Ha, ich hab gewonnen. Weil ihr kein Mann bist, sondern irgendein Kackinsekt. Geflügel ist etwas Ekliges. Hui! Jeder normale Mensch bricht sich die Knochen. Oh, Kiste. Oh, da war gerade was Lilanes. Das ist gut. Schwere Granate. Oh, komm schon! Oh, ich spreche nicht mehr aus, was ich mir gerade denke. Kann ich hier? Ach, komm schon! Böse Tür! Muss ich ihn lang? Irgendwo ist doch gerade eine Kacktür aufgegangen. Ich weiß nicht wo. Okay, die kann ich auch machen. Okay, das war die hier. Oh, das werden immer mehr. Okay, da drüben. Okay. Geh weg. Geh weg, habe ich gesagt. Aber das ist, da ist noch ein Tor zu. Das heißt, es gibt noch irgendwo einen Hebel. Oh, komm. Komm her! Yay. Habe ich jetzt die Munition aufgesammelt? Ja. Okay, dann laufen wir jetzt mal diese Treppe hier hoch. Ach, komm. Verpisset euch! Müssen wir versuchen, jedes Mal, wenn ich fluche, auf irgendeine Art und Weise einen kurzen zu trinken. Ach, nee. Besser, ihr versucht es nicht. Da fallt ihr wahrscheinlich um. Noch nicht mal der Hälfte der Folge. Hey! Oh, komm schon! Fliegende Mistgeburt. Hui! Noch einer. Ups. Nimmt kein Ende. Nein, tut's auch nicht. Das ist so ein endless Ding. Da ist der zweite Hebel. Alle ab. Na bitte. Yay! Du Arschgesicht.
Oi, ja. Ich will hier raus. Selber schuld, du wolltest sie haben. Wenn es nach mir ging, kannst du sie auch behalten. Ich will sie eigentlich gar nicht. Ich muss. Also sonst komme ich hier nicht mehr raus. Prinzessin ist im Parlament. Es muss einen Weg geben, die Brücke zu senken. Ja, gibt's auch. Es ist ja offensichtlich. Blöp. Wo steckt das Kackding jetzt wieder fest? Sehe ich jetzt nicht, ne? Ach. Wieso geht das nicht? Willst du mich jetzt verarschen? Ich sehe halt hier auch nichts. Das gelbe Farbe. Da hat sich der Kleckser aber an der falschen Stelle ausgetobt. Soll ich da jetzt rüberlaufen oder was willst du von mir, Spiel? Oh, da unten ist Wasser. Oh, nice. Vollmond. Gott sei Dank gibt es in dem Spiel hier keine Werwölfe. Jo, das ist jetzt aber mal richtig Kacke. Kacke, Kacke, Kacke. Komm ich da jetzt rüber? Boah. Da ist nix. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Nee. Warum? Muss da irgendwas von oben rauffallen oder? Hm. Ja, Lian sneeft auch schon. Wieso komme ich denn da nicht rein? Wieso geht die Brücke nicht auf? Ich komme hier auch nicht näher ran, ne? Ach, da! Ja, das Ding musst du auch mal gesehen haben. Jetzt! Ja, ich weiß, Munitionsverschwendung war das. Ist mir kackegal! Bär, geh gefälligst in die Knie. Nein. Fuck. Zermetze deine Kollegen. Zermetze deine Gegenständig. Aua. Verdammte Scheiße. Oh, noch lebe ich. Noch lebe ich. Ich lebe noch. Aber ich habe eine irre Granate. Boah, komm schon. Ich will hier weg. Ach, du Genarsch. Geil. So,
verkümmern hier die ganze Einrichtung. Da schwebt was. Guckt euch das an. Oh Gott. Ja. Kann ich mir die Dinger ausleihen? Die zernudeln euch alle. Oh, das ist richtig cool. Da ist noch einer. Oh, du Arschloch. Okay, das sind sehr viele. Ich habe schon wieder vergessen, wie ich ausweiche. Aua. Jo, so ging's ausweichen nicht. Ich bin endlich tot, Mann! Kommst du durch den Tisch? Nein, kommst du nicht? Ja! Letzter Schuss. Schon die nächsten. Oh, ein weiblicher Mönch. Ich hab's gehört. Ich hab nicht mehr dran geglaubt. Das ist ein Kopfabbeißer. Kannst du bitte endlich drauf gehen? Danke. Ich glaube zumindest. Ja, geht drauf. Horn eines Einhorns. Mach ihn! Alle! Oh, wie? Hau ab! Jetzt ersparst du dir die Arbeit, das ist geil! Okay, dann basteln wir uns kurz mal. Gib dir Munition. Yay, du elendige Drecksau. Es wird nicht rumgespuckt hier. Hui. Frauen schlägt man nicht. Oh, die hat sogar Absätze. Die hat sogar Absätze. Guckt euch das an. Die hat Absätze. Da oben schwebt ein Holzteil in der Luft. Ein bisschen buggy ist das Spiel. Muss so aufpassen. Ja. It is down. La 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 la. Ich hab's überlebt. Ohne einmal drauf zu gehen. Ich bin ja richtig stolz auf mich. Sammeln wir mal die ganze Kacke hier mal ein und dann gehen wir weiter. Ich habe 2 von den Dingen überlebt. Könnt ihr mir eine Medaille dafür verleihen? Wo ist mein Trophäe? Stiefelmesser. Ich finde die Glöckchen immer so süß. So. Ding!
Okay. Das ist noch eine Vase. Flintenmunition. Mal direkt nachladen. So, zuckst du auch so? Uff, deine Krallen sind ein bisschen verbogen, Junge. Hättest doch nicht gegen den Tisch donnern sollen. Oh, die Latsche. Oh, es zuckt doch noch. Bisschen verdreht, der gute Junge. Es zuckt und es ist widerlich. Und ich habe immer die Befürchtung, dass die Dinger wieder aufstehen. Und bei meinem Glück. Ich will sie nicht herausfordern. So, hier liegt auch noch was. Bolzen. Bolzen! Ich habe keinen Bolzenwerfer mit. Das Teil fliegt immer noch in der Luft. Guckt euch das an. Mysteriös. So, was habe ich da? Minenaufsätze. So, was ist mit euch? Was wollt ihr? Ach, ihr wollt das Horn. Klack. Keinen rein, da schreit Ashley. Da will ich gar nicht rein. Nee, Ashley ist hinter der Tür. Die könnt ihr euch behalten, die will ich nicht. Ashley ist so nutzlos wie ein Sack Reis. So, der hier. Oder der hier, der liegt. Das ist Ashley. Da ist Ashley. Kann ich die mitnehmen und sagen, das ist Ashley? Und das glauben die mir wahrscheinlich nie. Oh Gott, ich will das gar nicht. Ashley! Leon, stopp! Nein, komm nicht näher! Bist du verletzt? Pass auf! Bitte, fahrt fort. Nein! Wehr dich nicht, Liebes. Glaub mir, die Qualen wären nur noch unerträglicher. Bitte, bitte, ja! Scheiße! A chi nos despedimos, Signor Kennedy? Halt durch, Ashley. Bin gleich zurück. Oh nein. Du kannst dir ruhig Zeit lassen, Leon. Also ich lasse mir definitiv Zeit. Ich will die Olle nicht direkt wieder bei mir haben. Und da stellt sich mir die Frage, die haben die so lange in ihrer Gewalt, die haben die entführt. Es dauert natürlich ewig, bis Leon da hinkommt. Warum haben sie ihr die Scheiße nicht gleich gegeben? Warum muss man so lange warten? Huh? Auf was wartet ihr denn? Und die brennendste Frage, wer hat diesen Opa, ernsthaft, diesen Opa ins Spiel gebracht? Sorry, ich kann nicht ernst bleiben, wenn ich den Typen sehe, der ist für mich eine Lachnummer. Ich glaube, irgendwann im Original hat er mal gesagt, wie alt das er ist. Der ist ja knapp am Teenageralter durch und da sieht er aus, als wäre er 80. Ja. Oh Mann. Puh. Wir sind in der Dunkelheit, in der spitzen Höhle. Es gab kein Quicktime-Event, das fand ich eigentlich ein bisschen schade. Ich habe mich schon drauf eingestellt gehabt, ein paar Knöpfchen zu drücken, um nicht aufgepiekst zu werden auf den kleinen Zahnstochern hier. Aber da guck mal, kann ich alles haben, was ich jetzt haben kann, in einer Pause, denn ich mache hier einen Cut.
So sieht's aus. Knapp 30 Minuten müsste eigentlich jetzt eine Spielzeit. Ja, ich glaube, wir sind ganz gut dabei. Wer es gerne noch länger haben möchte, darf es mir gerne in den Kommentaren vermerken. Und ja, ich glaube, ich habe wieder mal die Hälfte übersehen. Ich habe es auch nicht mehr wirklich nach diesen Würfelrätseln gesucht. Und ich glaube auch nicht, dass ich da wieder zurückkomme, weil ich bin irgendwo jetzt unter der Burg. Muss jetzt dahin, na ganz klasse. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wer wie was wo. Da ist eine Wand mit Durchbruch. Da könnte man eventuell, aber da muss ich da wieder durch. Da muss ich hier wieder durch, durch die große Halle, wo ziemlich viele kleine Arschgeigen drauf warten, mich zu fressen, zu mampfen, mir den Kopf abzuhacken, etc. etc. Und das juckt mich eigentlich gar nicht, dass ich da gerade zurückgehe. Vor allem nicht, wenn ich nicht mit einer Raketenwaffe bewaffnet bin. Goldene Eier habe ich gelesen, sollen gegen die Bosse helfen, wirken. Ich habe bis jetzt aber noch nicht das Vergnügen gehabt, eins zu finden. Also wenn ihr mir helfen könnt, wie kriege ich ein goldenes Ei? Wäre ja richtig geil. Und ich betrachte jetzt diesen wunderschönen Anhänger, der hier so hübsch aufgespießt dankt. Und ja, verabschiede mich für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Lasst mir gerne einen Kommentar hier. Lasst mir gerne ein Abo da. Da freue ich mich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.